Berufe, Verkehrsberufe, die da fällig sind. Diesen knapp 780.000 Stellen stehen 5,5 Millionen Leistungsberechtigte im Bürgergeld gegenüber, von denen 3,9 Millionen erwerbsfähig sind, 2,5 Millionen komplett arbeitslos, 2,5 Millionen Menschen zwischen 20 und 34 Jahren haben keinen Berufsabschluss. Viele hunderttausende Stellen entfallen in den nächsten paar Jahren durch Digitalisierung, aber auch dadurch, dass wir viele Zombie-Unternehmen auf dem Markt haben, die sich billigst über die EZB finanziert hatten, Billigstkredite, die demnächst aus dem Markt austreten. Seit 2014 haben sie demgegenüber 2,5 Millionen sogenannte Flüchtlinge ins Land geholt. Allein letztes Jahr 1 Million Ukrainer, allein dieses Jahr 135.000 Personen aus aller Welt. Wir haben nicht das Problem, dass wir zu wenige Leute in unserem Land hätten. Wir haben das Problem, dass wir viel zu viele Menschen in unserem Land haben, die sich nicht zu